Der Digitalindex zeigt, dass der digitale Arbeitsplatz der Zukunft ein Arbeitsfeld ist. Vor 30 Jahren waren Unternehmen und Verwaltungen die Treiber. Heute sind die Nutzer die Treiber. 40% der Arbeitnehmer sagen, sie sind offen eingestellt gegenüber dem digitalen Wandel ihrer Arbeitswelt. Aber nur 11% werden systematisch unterstützt von ihrem Arbeitgeber, durch Fortbildung beispielsweise. Und hier besteht Nachholbedarf, vor allem auf Seiten der Arbeitgeber. Da müssen einerseits die Unternehmen flexibler sein, die zu oft die Präsenz im Büro damit verwechseln, dass jemand Leistung bringt. Da muss man mehr Ergebnisse vereinbaren und dann gucken, ob sie erreicht werden, sich weniger kümmern, wo und wann. Und es müssen aber auch allgemeine Rahmenbedingungen stimmen. Zum Beispiel ein Land voller Funklöcher ist jetzt nicht gerade für mobiles Arbeiten geeignet. Und eine ordentliche Infrastruktur wie Glasfaser für schnelles Internet brauchen wir auch. Als wenn wir wirklich die Chancen nutzen möchten, die im mobilen Arbeiten stecken, dann müssen wir uns vor Augen halten, dass wir gerade in einer Situation der Vollbeschäftigung, gerade in einer Situation des Fachkräftemangels mehr Menschen in Arbeit bringen müssen. Auch die, die im ländlichen Bereich leben, auch die, denen man die Lebensqualität erhöhen kann, wenn sie nicht mehr pendeln müssen. Und auch Menschen, die mehr Familie und Arbeit in Einklang bringen können. Und ein Gedanke ist mir auch noch wichtig. Ich glaube, wenn wir nur einen Tag die Woche von zu Hause arbeiten würden, würde man 20% der Fahrzeuge von der Straße bekommen und 20% der Abgase. Thank you.